Wir sind glücklich jetzt im Westen angekommen und wir haben uns bei der Vorbereitung sehr genau überlegt, dass wir die neuen Verwerfungen, wie ich eingangs schon gesagt habe, durch den Populismus in den Vereinigten Staaten und auch in Westeuropa nicht ignorieren können aus geschichtspolitischer Perspektive. Wir werden einiges darüber hören. Wir haben es in anderer Hinsicht auch nochmal mit anderen Ausgangssituationen zu tun. Wir haben zwei postfaschistische Länder nun unter in der Diskussion und wir haben mit den USA eine Nation, die sich mit sehr viel Vehemenz in die Weltgeschichte gedrängt hat als Nation. Und es wird auch eine Frage sein, wie diese Nation sich selber begründet hat und heute begründet, vielleicht auch neu begründet, und wie diese geschichtspolitischen Debatten nach dem Wahlsieg von Trump verlaufen. Ich würde Ihnen gerne zu Beginn des Podium vorstellen und dann verfahren wir in der Reihenfolge, wie sie im Programm angegeben ist. Ich freue mich sehr, Frank Bösch auch jetzt in der Rolle des Vortragenden und Beitragenden hier auf dem Podium begrüßen zu können. Er ist Experte für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und zwar hat er einen Lehrstuhl an der Universität Potsdam und ist gleichzeitig Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Er hat über Parteien und Vereine gearbeitet, unter anderem auch über die Adenauer-CDU und über die gesellschaftliche Bedeutung von Medien und Geschichte. Und sein letztes Buch wird jetzt erscheinen, im Herbst nächsten Jahres, 1979, globale Umbrüche in der deutschen Gegenwart. Des Weiteren haben wir auf dem Podium, worüber ich mich sehr freue, Heidemarie Uhl. Heidemarie Uhl ist eine ausgewiesene Expertin für österreichische Geschichtspolitik und Geschichtsdebatten. Sie ist Historikerin am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Lehrbeauftragte an den Universitäten in Wien und Graz. Sie hat gelehrt an der Hebrew University in Jerusalem, in Straßburg, in Budapest und an der Stanford University. Und ihre letzte Veröffentlichung, Gedächtnis im 21. Jahrhundert zur Neuverhandlung eines kulturwissenschaftlichen Leitbegriffs. Und last but not least, Andreas Etkes ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Amerika-Institut in München an der Universität und er ist auch Spezialist für Public History. Und zwar hat er bei Fernsehdokumentationen zur US-Geschichte mitgearbeitet, hat in Geschichte des Kalten Krieges am Checkpoint Charlie hier in Berlin mitgearbeitet und darüber hat er auch veröffentlicht, nämlich vom Confrontation to Detente, Controversies about the Planned Cold War Museum at Checkpoint Charlie. Auch willkommen. So, dann beginnen wir mit Ihnen, Herr Bösch. Ja, ich gucke einmal auf die Uhr, 10 Minuten sollen wir in etwa reden. Ich möchte vielleicht beginnen mit ein paar Punkten, die wir in der Diskussion aufgegriffen haben und sie auf Deutschland beziehen. Und es ist natürlich völlig klar, dass wir die Debatte in Polen, in Ungarn nicht mit der deutschen direkt vergleichen können. Wir haben heute Morgen etwa diskutiert, inwieweit wir eine lange Linie ziehen sollen oder eher von plötzlichen Brüchen ausgehen. Und da kann man natürlich fragen, wann war eigentlich das Golden Age, in dem die Geschichtspolitik richtig gut lief? Also verklären wir da nicht auch Dinge? Denn wir haben natürlich in der Tat auch in Deutschland immer wieder Wellen gehabt, in denen eine konservative, nationalistische Geschichtspolitik ausgemacht oder zumindest befürchtet wurde. Ich erinnere an die frühen 80er Jahre, als Helmut Kohl die Regierung übernahm und mit seinen Initiativen zur Gründung neuer Museen etwa gestartet ist, an
sein Treffen mit Reagan in Bitburg. Ich erinnere an die 90er Jahre natürlich mit den vielen geschichtspolitischen Debatten, Walser und andere. Und auch in den 2000er Jahren, auch in der Regierung Merkel, haben wir natürlich entsprechende Akzente, die umkämpft und umstritten waren. Allerdings insgesamt zeigt sich ja, dass die befürchteten Entwicklungen eben nicht eingetreten sind, dass vielmehr wir eine pluralistische Debatte haben, dass es Gegenbewegungen jeweils gab zu Vorstößen und dass es am Ende auch etwas anderes rausgekommen ist, dass auch das Haus der Geschichte, das etwa viele ja, wo viele angenommen haben, dass es ein nationalistisches Projekt werden könnte, das die deutsche Geschichte verherrlicht, zumindest anders aussieht. Wir können nachher darüber streiten, im Grunde genommen, was man natürlich da auch verbessern kann. Dennoch würde ich sagen, gibt es mindestens zwei Veränderungen, die These von einem Bruch zulassen. Das eine ist, es klang immer an, ist der Wandel der Kommunikationswege. Dass wir über das Internet eine ganz andere Art der geschichtspolitischen Debatte haben, in der die traditionellen Historiker, wir Wissenschaftler, über die alten Medien sprechen, über die Zeitungen, über das Fernsehen, aber im Internet natürlich ganz, ganz andere Regeln gelten, sich auszutauschen, dass wir dort eine ganz, ganz andere Sprache haben, die sich verändert hat. Das ist evident und ich glaube, vielleicht weil es so klar ist, haben wir es bisher eigentlich aber auch wenig reflektiert und wenig analysiert. Und das Zweite ist natürlich das Aufkommen der AfD. Als wir die Konferenz konzipiert hatten, haben wir schon geahnt, dass sie wahrscheinlich in den Bundestag kommen wird. Jetzt ist sie eigentlich drin. Und insofern möchte ich mich in meinen folgenden, wahrscheinlich jetzt noch 8 Minuten, auch stark auf die AfD vielleicht konzentrieren und dann in der Diskussion stärker auf die allgemeine Geschichtspolitik in der Zeit von Merkel eingehen. Generell kann man sagen, dass man bei der neuen Rechten ja keine einheitliche Geschichtspolitik ausmachen kann. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Schattierungen und es wird sich immer wieder abgegrenzt voneinander. Der Herausgeber der Jungen Freiheit distanziert sich von Höcke, von Höcke distanzieren sich andere wieder und es ist aber unklar, wie scharf eigentlich die Grenzen gezogen werden. Und auch der rechte Flügel der CDU grenzt sich natürlich ab und in vielen Bereichen gibt es einfach auch fundamentale Unterschiede, etwa bei der Frage zur Rolle von Europa, wenn wir geschichtspolitisch eben auch hier und nur diesen Bereich erwähne ich hier. Ich habe mir die Programme angeguckt von der AfD und da findet man erstaunlich wenig zur Geschichtspolitik. In den Bundesprogrammen, im Wahlprogramm, in den Landesprogrammen haben wir meistens ein, zwei Absätze. Aber in den Reden, Schriften, da spielt die Geschichte eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn man in die Programme guckt, dann kann man das eigentlich auf 2 Punkte herunterbrechen. Das eine ist, und das finden wir auch im Wahlprogramm der AfD, dass nicht mehr nur die Zitat 12 dunklen Jahre und die aktuellen Verengungen auf die Zeit des Nationalsozialismus im Vordergrund stehen soll, sondern eine Zitat erweiterte Geschichtsbetrachtung, die Zitat die Errungenschaften der deutschen Geschichte. Also hier ein klar, ganz großer Bezug eben zu dem, was wir bisher diskutiert haben. Ein anderer Punkt, den wir bisher nicht erwähnt haben, es geht ja nicht nur um Nationalismus, es geht sehr stark auch um Lokalismus, Regionalismus und auch das findet man bei den AfD-Programmen relativ stark, also die Förderung der regionalen Geschichte, der Heimatgeschichte, wobei sie hier in Ostdeutschland eben auch immer von Mitteldeutschland spricht, dessen Geschichte eben entsprechend gefördert werden soll. Und das ist eigentlich etwas, was man sehr, sehr schnell widerlegen kann. Wenn man durch die Städte geht, von Konstanz über Potsdam bis Lübeck, haben wir natürlich geschichtspolitisch im öffentlichen Raum keine Verengung auf den Nationalsozialismus. Wir haben ganz andere Epochen, die stark gefördert werden, mit großen neuen Museen vom Hanse-Museum oben in Lübeck bis hin zur preußischen Welt in Potsdam, in der wir agieren. Das ist gar nicht der Punkt und es ist auch gar nicht so spezifisch. Das ist im Grunde genommen eine Rhetorik, die wir sehr, sehr stark eben auch von früher kennen. Man kann in gewisser Weise sagen, das, was in den 50er Jahren die SPD auch noch vertreten hat, bis in die 80er, 90er Jahre der konservative Flügel der CDU, das ist das, was jetzt die AfD vertritt. Aber natürlich das öffentliche Sprechen, Denken über Geschichte hat sich verändert und damit besteht eben auch zu Recht natürlich eine neue Sensibilität im Umgang damit. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass die gesamte Positionierung der AfD sehr, sehr stark über die Geschichtspolitik verläuft, über die Idealisierung einer Vergangenheit, die so nie gegeben hat, die dann durch den Liberalismus, durch die 68er zerstört wurde. Also das Golden Age, das aber nie genau benannt wird, wann das eigentlich war. Die 50er Jahre ist natürlich so der Verdacht, wenn man das Ganze liest, aber der zweite Punkt, der auffällt, ist, dass die Annahme der AfD, und ich habe hier auch die Landtagsprotokolle mir entsprechend durchgeguckt zu geschichtspolitischen Debatten, ist, dass der Holocaust und der Nationalsozialismus von der Linken deswegen so sehr im Vordergrund gestellt wird, um die AfD damit zu verbinden und sie zu diskreditieren. Also das heißt, die AfD geht von einem funktionalen Gebrauch
des Ganzen aus, also wittert eine Verschwörung eben auch dahinter und wirft zugleich den SPD-Landesregierungen wie in Brandenburg dann entsprechend eine Blindheit gegenüber den Opfern des Kommunismus vor. Es ist interessant, auf das Verhältnis zur DDR-Geschichte von der AfD zu blicken. Hier haben wir einerseits, und da agiert sie auch eigentlich in Übereinstimmung mit der CDU lange, haben wir die Forderung, dass die Opfer des Kommunismus stärker in den Vordergrund gestellt werden sollen. Und das hat auch tatsächlich Konsequenzen, eben auch von eher konservativer CDU-Seite. Ich erinnere nur daran, dass gerade ein BMBF-Programm mit 30 Millionen Euro bewilligt wurde, um endlich auch mal die Opfer der DDR zu untersuchen. Nicht immer nur die Opfer des Nationalsozialismus, eingebracht von den CDU-Landesgruppenchef Kretschmer aus Sachsen, wo jetzt sich wahnsinnig viele Wissenschaftler darauf beworben haben. Das heißt also, das steuert durchaus auch die historischen Arbeiten, wenn man so 3 Millionen etwa hier leicht einwerben kann. Gleichzeitig, und ich habe mich auch der Pflicht unterzogen, die Junge Freiheit sehr ausführlich auf ihre geschichtspolitischen Artikel anzugucken, fällt mir auf, dass die DDR kaum noch ein Thema ist in den letzten Jahren. In der Jungen Freiheit habe ich kaum Artikel aus den letzten Jahren eigentlich noch zur DDR gefunden. Das liegt sicherlich daran, dass die AfD einen Großteil ihrer Wähler im Osten gewinnt und hier Wähler bei sind, die gar nicht so ein kritisches Verhältnis unbedingt zur DDR haben, sondern auch die guten Seiten der DDR sehen oder sagen aus ihrer Sicht guter Seiten sehen. Und also mir fällt eigentlich eher hier eine Dethematisierung der DDR auf, nicht mehr die antikommunistische Mobilisierung. Und die DDR hat hier unterschiedliche Funktionen. Sie soll, wenn sie angeführt wird, sicherlich auch den Nationalsozialismus relativieren, etwa wenn Björn Höcke Stasi und Gestapo als gleichartige Institutionen bezeichnet. Die AfD beklagt natürlich einerseits den Opferkult im Kontext des Nationalsozialismus, aber betreibt ihn selber. Und hier haben wir wiederum einen Bezug zu dem, was wir zu anderen Ländern gehört haben. Es geht nicht nur um eine Heroisierung der eigenen deutschen Geschichte, sondern das Hineinlesen in die deutschen Opfer, die den Heldentaten gegenübergestellt wird. Die Deutschen als Opfer von Bombenkriegen, als Opfer der Roten Armee, als Opfer der Ost- und vor allen Dingen auch der Westmächte. Das ist sehr auffällig. Und wenn wir überlegen, also wo sind hier eigentlich Traditionen, weil wir auch einen postsozialistischen Teil in Deutschland haben, in Ostdeutschland, dann finde ich auffällig, dass auch der aus dem Westen kommende Höcke beispielsweise, der nun in Thüringen sitzt, sehr, sehr stark hier an Geschichtsmuster aus DDR-Zeiten anknüpft, wenn er antiamerikanisch mobilisiert. Auch das ist ein zentraler Punkt, ja, genau wie das durchaus positive Verhältnis mitunter zu Putins Russland. Und Ähnliches könnte man sicherlich sagen in Bezug auf das Verhältnis von Israel. Ich will nicht eingehen auf die Geschichtsklitterung, die sich in der Jungen Freiheit durchaus findet. Artikel über beispielsweise die Gewalt der Wehrmacht oder angebliche Gewalt der Wehrmacht, über die russischen Kriegsgefangenen, die angeblich, so der Vorwurf hier, die nicht einem Vernichtungskrieg zum Opfer gefallen sind, obwohl hier wissenschaftlich klar sozusagen auszumachen ist, dass 3 Millionen sowjetische Soldaten verreckt sind in den Lagern der Wehrmacht. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt rausgreifen, was für Konsequenzen das Ganze hat. Wir haben über die institutionelle Macht bei den Verschiebungen gesprochen. Und da ist, wenn ich jetzt ein bisschen abschließend in die Zukunft blicke, der spannende Punkt, was es eigentlich bedeutet, dass die AfD in den Kuratorien sitzt der Landeszentralen für politische Bildung in Thüringen, in Sachsen. Wenn sie demnächst, jetzt werden die Ausschussvorsitzenden im Bundestag vergeben, vielleicht den Kulturausschuss leitend übernimmt und damit die Tagesordnung bestimmt. Wenn jemand wie Björn Höcke, nicht der ja auch im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen sitzt, jetzt auch in der Landesmedienanstalt bereits sitzt. Also wenn tatsächlich diese Posten, die institutionelle Geschichte prägen, eben hier hingehen, noch sind sie in der Minderheit. Und ich habe gerade mit der Vertreterin eben auch für Brandenburg gesprochen. Sie sagt, dass sich das eben auch noch ganz gut auffangen lässt, wenn einzelne Personen da sind. Aber das sind natürlich institutionelle Verschiebungen, über die man sich hier sicherlich Gedanken machen muss. Zweiter Punkt beim Blick in die Zukunft, was verschiebt sich eigentlich? Es ist sicherlich auch so, dass in Deutschland sich der Diskurs verschiebt, dass sich sehr, sehr viele Leute an der AfD kritisch abarbeiten, aber dabei natürlich deren Punkte immer erwähnen, ein bekanntes Phänomen.
und dass das eben einhergeht und dass hier sicherlich viel Kapital für die AfD geschichtspolitischer Natur daraus schlagen lässt. Und so sehr ich für den Fall Deutschland, für andere Länder sicherlich nicht, noch verhalten optimistisch bin, dass hier in der im Umgang, insbesondere mit der NS-Vergangenheit, eben, dass erst einmal Minderheitenmeinungen sind, die es immer gegeben hat, die 10-20%, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind, die wir in den 80er Jahren ausmachen können, in den 90er Jahren ausmachen können und trotz Generationswechsel auch in der jetzigen Zeit, ist mein pessimistischer Punkt, dass sich hier tatsächlich die Kommunikation verschiebt, sei es durch die neuen Medien, sei es aber auch durch populäre Medien, die in Fernsehdokumentationen oder anderen eben solche Punkte dann aufgreifen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Anregung. Wir werden sicher auf den letzten Punkt noch mal eingehen werden. Frau Uhl, bitteschön. Ich sage noch mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe hier ungemein viel gelernt und ich danke vor allem, dass ich sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen dank dieser Konzeption kennengelernt habe und wie gesagt ein sehr differenziertes Bild gewonnen habe. Ich möchte die Frage auch ein bisschen des Verhältnisses natürlich von Deutschland und Österreich anhand von 4 Punkten abhandeln. Das erste ist die Frage nach Gemeinsamkeiten, das zweite die Frage nach Unterschieden, der dritte Punkt die Frage Österreich und der Aufstieg des Rechtspopulismus, auch im europäischen Kontext, also Heide FPÖ, Stichwort. Und viertens, was es heißt, dass ab nächsten Sonntag, wenn die Wahlen in Österreich stattfinden, eigentlich also davon ausgegangen wird, dass die FPÖ mit wem auch immer, aber höchstwahrscheinlich mit der ÖVP eine Regierungskoalition eingehen wird. Also wir stehen hier vor einem, und die Tschechien steht ja vor einer ähnlichen Situation, wie wir gehört haben, also vor einem fundamentalen Wechsel in der politischen Kultur, der sich hier nicht nur, und das ist natürlich auch in Österreich der Fall, dass auf Landesebene, auf Kommunenebene die FPÖ quasi in Koalitionen und damit auch in Kulturfunktionen eingebunden wird, aber dass sich auch auf Regierungsebene etwa mit FPÖ-Ministern sicher einiges ändern wird. Zur ersten Frage der Gemeinsamkeit. Diese Gemeinsamkeit liegt auf der Hand. Österreich und die Bundesrepublik, später Deutschland, sind, wie es M. Rainer Lepsius 1987 definiert hat, Nachfolgestaaten des Dritten Reiches. Und ich sage 1987, denn davor war eigentlich eine ganz andere Konzeption, gewissermaßen State of the Art. Denn vor der Zäsur 1986 in Österreich, dem Waldheim-Jahr, war ganz klar, dass es eine fundamentale Differenz zwischen Österreich und der Bundesrepublik Deutschland gibt. Ich spreche jetzt nicht von der DDR, das ist noch ein eigenes Kapitel. Also Lepsius hat zum Beispiel ja gesagt, die Bundesrepublik ist das einzige Land, das den Nationalsozialismus in seiner politischen Kultur internalisiert, während Österreich und die DDR gewissermaßen Gemeinsamkeiten in der Externalisierung haben. Für Österreich war das natürlich damals ein ziemlicher Schockbefund, sage ich mal, ja. Also vor der Waldheim-Zäsur 1986 war Deutschland gewissermaßen jenes Land, das die Verantwortung die Bundesrepublik, das die Verantwortung für den Nationalsozialismus übernehmen musste gewissermaßen und das ständig im europäischen, im internationalen Kontext mit der Frage des Umgangs mit dem Nationalsozialismus gewissermaßen konfrontiert war. Und das, sage ich jetzt mal, auch dadurch definiert war, dass es eine klare Kante gegen rechts gab. Also ich erinnere mich an deutsche Studierende an der Universität Graz, die höchst erstaunt waren, wie schlampig der Umgang der Österreicher etwa mit den Wehrmachtssoldaten und dem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg ist. Österreich hingegen, bis 1986, war, Zitat, eine Insel der Seligen, ja, das gewissermaßen als Brücke zwischen Ost und West fungierte, ein neutrales Land, das sich zwischen den Blöcken des Kalten Krieges positionierte und
auch erfolgreich argumentieren konnte, dass es mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hat. Also wir kennen alle den Terminus der Opferthese im Jahr 1945, wo sich Österreich auf die Moskauer Deklaration berufen hat, wonach es das erste Opfer der hitlerischen Aggressionspolitik war. Ja? Diese Insel der Seligen gewissermaßen ist 1986, könnte man sagen, implodiert. Ja? Die Vorzeichen haben sich radikal verändert mit der Waldheim-Debatte. Und das, was die Opferthese zum Fall gebracht hat, war auch so etwas wie die Sollbruchstelle, nämlich des größten Widerspruches zwischen dem, was man als Elitendiskurs, als offiziellen Diskurs und als das, was 1986 gewissermaßen der Josef Haslinger hat es genannt, der unterirdische braune Fluss oder auch die graue Geschichtserzählung genannt wurde, nämlich genau diese Kontinuität von Antisemitismus und vor allem auch in der familiären Erzählung, aber auch auf lokaler und regionaler Ebene die Identifikation mit den Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg. Also wenn Sie nach Österreich kommen, finden Sie in jedem Dorf, in jeder Stadt ein Kriegerdenkmal, das entweder nach 1945 neu errichtet wurde, das eigentlich relativ selten, aber dass die gefallenen Wehrmachtssoldaten gewissermaßen in gleicher Stellung mit den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewissermaßen anbringt. Das ist, also ich denke doch, eine interessante Differenz zwischen offiziellen und subkutanen, aber auch politisch unterstützten Geschichtsbild, denn auch diese Kriegerdenkmäler wurden ja nicht als, könnte man sagen, Underground-Activity errichtet, sondern mit der Zustimmung der regionalen, lokalen Behörden und vor allem mit Zustimmung der katholischen Kirche. Also sie hatten an jedem 2. November, Totengedenktag, ist die ganze Gemeinde gewissermaßen von der Kirche über die Vereine, den Bürgermeister, die Schulen, vor dem Kriegerdenkmal aufmarschiert und hat hier im Sinne des Totengedenkens der Soldaten der Wehrmacht gedacht. Was das zum Implodieren gebracht hat, war Waldheims, verkürze das, Präsidentschaftskandidat 1986, wurde quasi angegriffen wegen einer möglichen Involvierung in Kriegsverbrechen, die sich dann als eher nicht zutreffend herausgestellt haben, aber es war klar, er hat über seine Vergangenheit und das war auch die Voraussetzung, dass er UN-Generalsekretär werden konnte, nicht die Wahrheit gesagt über seine Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg. Waldheim hat einen Satz gesagt, der nach allgemeiner Meinung die Opferthese gewissermaßen, der Opferthese den Boden unter den Füßen entzogen hat, nämlich. Und das war spontan, ja. Das war nichts Überlegtes, das war in einem Interview. Ich habe im Krieg nichts anderes getan, also gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen, als meine Pflicht in der Wehrmacht erfüllt. Ja. Damit war natürlich gewissermaßen höchst in Frage gestellt, ob Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus gesehen werden kann, wenn die Österreicher in der Wehrmacht gedient haben, was ja auch der Fall war. Es kam 86 gewissermaßen zu einer radikalen Umkehrung der Vorzeichen. Vorher war Deutschland, jetzt sage ich das mal, oder die Bundesrepublik das Naziland. Nach 86 war die Bundesrepublik jener Staat, der ganz vorbildlich seine Vergangenheit bewältigt hatte und Österreich war das Naziland. Ich stimme vollkommen dem Kollegen aus der Tschechischen Republik zu, dass man keine Anekdoten erzählen soll, aber doch eine Anekdote. In dieser ganz, also wirklich, das war die sicher europaweit emotionalste Debatte. Historikerstreit kennen wir, wir kennen die Weizsäcker Rede. Also, und wenn wir sehen, wie Österreich, würde ich sagen, damals backwarded war, ja. Also während in Deutschland über das Kriegsende 45 diskutiert wurde mit der Weizsäcker Rede, während im Historikerstreit über die Frage der Vergleichbarkeit zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, Kommunismus diskutiert wurde, ist in Österreich so quasi die Frage, wie geht man mit der Wehrmacht um und sind wir nicht alle so gewissermaßen Kinder von Wehrmachtssoldaten im Wesentlichen. Und ich kann mich noch erinnern an einen Leserbrief in dieser Auseinandersetzung, wo ein holländischer Tourist geschrieben hat, bis 1986
ist er und seine Familie so quasi immer mit angehaltenem Atem durch Deutschland durchgefahren und sie haben erst an der Grenze zu Österreich aufgeatmet. Ja? Und das war jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das heißt, de facto war Österreich das Naziland und die Bundesrepublik das Land der vorbildlichen Vergangenheitsbewältigung. Ich will jetzt, ich glaube auch die Zeit drängt, nicht mehr weiter auf das eingehen, was ich eigentlich jetzt sagen wollte, nämlich 86 ist auch insofern ein Schlüsseljahr, als in diesem Jahr Jörg Haider quasi in einem innerparteilichen Putschvorgang die Führung der FPÖ übernommen hat und was er und seine engste Männerpartie, könnte man sagen, erfolgreich unternommen hat, war die Umgestaltung einer altherren Honorationpartei zu einem schlagkräftigen rechtspopulistischen, man könnte sagen, Bewegung. Mit allen Merkmalen, die wir heute in allen diesen Parteien sehen, nämlich einerseits einen Geschichtsrevisionismus, da kann man viel aufzählen, Antisemitismus, quasi Angriffe gegen die Kultusgemeinde, gegen den Leiter der Kultusgemeinde, Sympathieerklärungen für die deutsche Wehrmacht bis hin zu Waffen-SS, das berühmte Wort von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich im Unterschied zu dem, was derzeit in Österreich passiert. Aber er hat genau das gemacht, was wahrscheinlich in den Erfolgsfaktor auch dieser rechtspopulistischen Parteien ausmacht, nämlich eine kulturelle Modernisierungsbewegung oder einen kulturellen Modernisierungsschub auszulösen. Nämlich, was er getan hat, war einerseits, das ist natürlich nur ein österreichisches Phänomen, den traditionellen Deutschnationalismus der FPÖ, der natürlich kaum noch mehrheitsfähig war, durch einen Österreich-Patriotismus abzulösen, obwohl Haider selbst die österreichische Nation als Missgeburt bezeichnet habe. Also auch dieses quasi chamäleonartige Wechseln der Farbe. Also es gibt keine Ideologien, für die man noch steht, sondern je nach politischer Lage geht es darum, möglichst die Mehrheiten zu gewinnen. Und mit Österreich-Patriotismus punktet die FPÖ ja noch heute und die Parteiveranstaltungen sind immer von einem rot-weiß-roten Fahnenmeer geprägt. Der politische Stil, die politische Kultur des Tabubruchs, und da ist natürlich vor allem einerseits quasi antisemitische Ressentiments, aber auch Identifikationen mit der deutschen Wehrmacht. Und da kann man natürlich sagen, das ist auch eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Haider hat es x-mal geschafft, auf die Titelseiten von Nachrichtenmagazinen wie dem Profil zu kommen. Und es gab sogar die Idee, ihn zu boykottieren, indem er ihm keine Titelstories mehr gemacht hat und seine Provokationen dann nicht mehr aufgegriffen hat. Und auch Instrumente wie Volksbegehren, das ja auch heute eine ganz zentrale Idee ist, sozusagen nicht mehr die repräsentative Demokratie, sondern das sehr emotionalisierbare Instrument vom Volksbegehren. Unter anderem 1993 das Österreich zuerst Volksbegehren, das ja ganz an patriotische Dinge anschließt. Noch zwei Sätze, wenn es erlaubt ist. Also ich gehe jetzt nicht auf die fulminanten Wahlerfolge ein, von 5% aus vorher der Zeiten bis zu derzeitigen Schätzungen, jüngste Umfragen, auf 27%, wo die FPÖ nach der ÖVP nun die zweitstärkste Partei in Österreich ist. Und das kann man schon sicher sagen, oder ja, man kann nie was sagen, aber ziemlich sicher in die Regierung beteiligt, in der Regierung beteiligt sein wird. Interessant im Hinblick auf unsere Fragestellung ist, und genau das wurde auch schon im vorigen Panel gesagt, der Versuch im Hinblick auf die Regierungsbeteiligung salonfähig zu werden. Und salonfähig zu werden heißt de facto, Antisemitismus ist ein No-Go und alle Anklänge an NS-Nostalgie und so weiter werden offiziell sofort mit Parteiausschluss und so weiter geahndet. Aber was die neue und in der Mitte der Gesellschaft ankommende Feindbildkonstruktion ist, ist natürlich der Islam. Und da und Zuwanderung und Asyl. Und das ist so quasi das Thema, wo die FPÖ von rechts außen
bis in die Mitte der Gesellschaft punktet. Und zum Schluss, wenn Sie mir erlauben, möchte ich Ihnen noch zwei Bilder zeigen, nämlich wo es Schnittstellen auch zwischen einer FPÖ-Position und ganz rechts außen gibt. Danke. Sie sehen hier eine Veranstaltung am 12., also in Folge des 12. September. 12. September ist der Jahrestag des Sieges über die Osmanen in der zweiten Belagerung von Wien. Und dieses Geschichtsbild wird sowohl von der FPÖ als auch von den Identitären, also bis rechts außen, als neuer, könnte man sagen, Lieu de Mémoire propagiert, nämlich die Rolle von Wien mit Unterstützung, das ist ja auch ein polnischer Gedächtnisort, mit Unterstützung der polnischen Armee von Sobieski in der Verhinderung gewissermaßen der Eroberung von Wien und gewissermaßen in der Rettung des Abendlandes, also Wien und Europa als Bollwerk des Abendlandes. Und ich möchte auf das zurückkommen, was als cool and sexy bezeichnet wurde heute Vormittag. Und wenn Sie sich das anschauen, das sind natürlich sehr junge Leute, die hier demonstrieren. Und im zweiten Bild, kann man das jetzt noch sehen, sieht man das noch deutlicher. Also ich nehme an, es ist kein Zufall, dass man diese jungen Leute in die erste Reihe stellt. Aber Sie sehen, wie ein eigentlich toter Gedächtnisort, nämlich der 12.09.1683, hier von jungen Identitären gewissermaßen zu einem neuen Leben erweckt wird. Und ich würde sagen, es ist ein, wenn man sich das Bild anschaut, ist es natürlich auch so etwas wie eine Enteignung des Aktivismus der Linken eigentlich. Ja? Die Identitären treten genau mit diesem Aktionismus auf, den wir eigentlich von alternativen linken 68er-Alternativbewegungen kennen. Und das ist eigentlich das Irritierende, dass diese, könnte man sagen, Irritationen, diese Interventionen eigentlich derzeit von rechts kommen und dass zumindest der Eindruck entsteht, dass es eigentlich keine wirklich offensive, jetzt sage ich mal linksliberale Position in der Geschichtspolitik gibt. Denn die Geschichtspolitik, die in den 80er, 90er Jahren kritisch, liberal, im weitesten Sinne links war, ist heute quasi staatlicher Mainstream, wenn man sich die Gedenkstätten anschaut. Okay, so viel als Input. Danke. Aber das Bild kann man ruhig wieder wegtun. Wir werden in der Diskussion nachher sicher noch auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede in Österreich und Deutschland kommen. Herr Edges. Ja, nun auf die andere Seite des Atlantiks, wo, denke ich, manche Dinge vergleichbar sind, aber auch nochmal die Diskussion der beiden Tage. Ich denke, das meiste, was man in den USA beobachten kann, beruht auf inneramerikanischen Diskussionen und nicht auf irgendwelchen internationalen Debatten, die bei uns natürlich mit den Themen, die wir hatten, viel klarer sind. Ich würde auch sagen, dass Donald Trump selbst noch keine große Rolle gespielt hat, sondern das meiste, was man beobachten kann, schon viel weiter davor begonnen hat. Natürlich macht es einen Unterschied, ob so jemand wie Obama Präsident ist oder Trump, aber für die großen Debatten, die im Moment laufen oder die gelaufen sind, denke ich, spielt er noch keine wirklich große Rolle. Und er ist auch ein Produkt einer Entwicklung, vor allen Dingen auch der Republikanischen Partei, und hat nicht den Wandel überhaupt erst in die amerikanische Politik gebracht. Ich denke, das sind auch nochmal Unterschiede zu einigen der gerade auch osteuropäischen Fälle, die wir haben. In den USA gab es bis weit ins 20. Jahrhundert, sicherlich bis in die 1960er Jahre, wenn auch mit Ausnahmen, aber insgesamt eine sehr national-patriotische, die amerikanische Geschichte als positive Geschichte des Fortschritts zelebrierende Interpretation in Geschichtsbüchern, aber auch ganz stark in den nationalen Museen oder auch beim National Park Service, der nicht nur Yellowstone oder andere Dinge betreibt, sondern auch die Schlachtfelder des Bürgerkriegs und viele andere historische Orte, Häuser und Sonstiges. Diese Interpretation ist seit den 1960er Jahren auch durch viele soziale Bewegungen enorm in die Kritik geraten. Ihnen sind ja auch der Wandel in der Geschichtswissenschaft überhaupt durch Sozialgeschichte, Geschlechtergeschichte und so weiter bekannt. Das hat in den USA für große Veränderungen gesorgt.
und was man seit den 1960er Jahren sieht, und da ist dann die Geschichtsinterpretation ein Teil davon, und nochmal, das hat weit vor Trump begonnen, ist ein Kulturkampf um das, wofür Amerika steht und wo es hingehen soll. Und diese Spaltung der USA, auch in Fragen, wie soll man den Bürgerkrieg beispielsweise interpretieren, die sind zum Teil noch älter, aber definitiv haben solche Dinge seit den 1960er Jahren nochmal zugelegt. Und dieses von Trump dann auch im Wahlkampf und weiterhin propagierte Make America Great Again, das ist auch so ein Gefühl, dahin zu gehen, wo angeblich, und wann war America great und wofür stand es dann? Sind es die 50er Jahre, die 60er Jahre, für manche vielleicht auch irgendwie das 19. Jahrhundert im Süden? Welche so eine Sehnsucht danach, wenn als Dinge angeblich anders oder besser waren. Die kontroversen Themen in den USA in der Geschichtspolitik sind, oder das definitiv größte ist Race, also Sklaverei, Bürgerkrieg und die Bedeutung der Südstaaten. Immer mal wieder große Kontroversen gab es oder gibt es um bestimmte amerikanische Kriege, den Krieg gegen Japan und vor allen Dingen den Atombombenabwurf oder auch den Vietnamkrieg. Generell kann man sagen, dass in den amerikanischen Universitäten und bei den Fachhistorikern und Historikerinnen man eher eine linksliberale Tendenz sieht, weshalb ich auch am Schluss zu einer eher positiven Ausrichtung komme. Ich denke, da haben wir eine enorme, und auch bei vielen Zeitungen und anderen, wir haben da eine enorm starke Front, die dagegen halten kann. Andererseits sind große Teile der amerikanischen Gesellschaft und auch im Kongress extrem konservativ, aber dem steht eine sehr große Front in der Fachwissenschaft gegenüber. Wo ist überhaupt die amerikanische Regierung, vor allem die Bundesregierung, sichtbar in der Geschichtspolitik? Das sind zum einen die nationalen Museen, die Smithsonian Museen in Washington und die nationalen Denkmäler auf der Mall. Die Mall ist ja so ein großer Grasstreifen auf dem und neben dem die großen Denkmäler und Museen des Landes sind. Und wer sozusagen es dahin geschafft hat, der ist dann Teil des nationalen Gedächtnisses geworden. Wenn man sich die amerikanische Museumslandschaft da anschaut, dann gab es mal, und es gibt immer noch, ein Museum für nationale amerikanische Geschichte, aber das wird immer weiter ergänzt, was man als positiven oder auch ein bisschen als problematische Entwicklung sehen kann. Es gibt seit vielen Jahren auch ein Museum für die Geschichte der Indianer Amerikas, die benutzen auch den Begriff Indianer, deswegen benutze ich ihn auch hier. Es gibt seit 2 Jahren ein Museum für afroamerikanische Geschichte. Es gibt eine Bewegung, ein Museum für Frauengeschichte zu schaffen und ein Museum für die Geschichte der Latinos in den USA. Diese Entwicklung hat eine ganze Menge Vorzüge und Vorteile, heißt dann aber unter Umständen irgendwann auch, dass das Museum, was mal sozusagen die amerikanische Geschichte zeigt hat, dann noch die Geschichte, die wollen natürlich auch anderes zeigen, die Geschichte der weißen Männer noch zeigt, weil das ist dann die Gruppe, die noch kein eigenes anderes Museum hat. Die Smithsonian-Museen sind, anders als bei uns die staatlichen Museen, nicht voll ausfinanziert. Ich habe gerade noch mal mit einem Kollegen in Washington geredet. Da werden sozusagen die Unterhaltskosten bezahlt, etwa die Hälfte des Personals. Die andere Hälfte muss aus Stiftungsgeldern, aus Geldern von Sponsoren, Wirtschaftssponsoren oder anderen kommen. Und es ist null Geld für Sonderausstellungen da. Vor- und Nachteile: wenn man das Geld kriegt, kann man eben auch unter Umständen die eigenen Projekte verwirklichen. Aber darauf will ich nur ganz kurz eingehen. Es gab Mitte der 1990er Jahre im Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington den Plan, eine Ausstellung über den Jahrestag des Atombombenabwurfs zu machen, der auch ganz stark die japanischen Opfer in den Blick genommen hätte. Und da entspann sich eine Debatte, ähnlich wie bei uns bei der Wehrmachtsausstellung. Da allerdings, weil es ein staatliches Museum war, mit dem Effekt, dass die Ausstellung nie stattfand und der Museumsdirektor gehen musste. Aber ich denke, man sieht ganz starke Parallelen zur Wehrmachtsausstellung. Können wir vielleicht gerne noch mal später darauf eingehen. Diese Erinnerung an diese gescheiterte kritische Ausstellung steckt den Kuratoren und Kuratorinnen noch in den Knochen. Und auch wenn es keine richtige offizielle Zensur gibt, würde ich mal behaupten, es gibt eine gewisse Selbstzensur, weil man sich kaum noch traut, wirklich kritische Ausstellungen in den Hauptmuseen zu machen. In dem Museum für indianische Geschichte und afroamerikanische Geschichte ist es anders, da sind auch andere Kuratoren, aber das andere steckt denen sozusagen noch ganz tief in den Knochen. Der zweite Bereich, wo die amerikanische Bundesregierung ganz sichtbar ist, ist der National Park Service. Ich habe schon erwähnt, das sind nicht nur die Naturparks, sondern auch ganz viele andere Orte.
Und auch hier hat es seit den 1960er Jahren enormen Wandel gegeben. Nicht nur in dem, welche neuen Orte dazu kamen, eben auch Orte, die afroamerikanische Geschichte, die Sklaverei, die Massaker an Indianern mit berücksichtigen, oftmals unter sehr, sehr schwierigen Umständen, bis es dann wirklich verwirklicht wurde. Momentan sicherlich weiterhin die am problematischsten sind die, die sich mit dem Bürgerkrieg befassen. Vielleicht war von Ihnen schon immer jemand in Gettysburg oder an diesen anderen Orten. Und zum Teil ist die Interpretation an diesen Orten erst mit Jahrzehnten derjenigen der Fachhistoriker und Historikerinnen gefolgt. Erst in den 1990er Jahren und unter großem Widerstand beispielsweise wurde Sklaverei als Kerngrund für den Bürgerkrieg in den National Parks, die Bürgerkriegsschauplätze haben, etabliert. Das war ein langer Kampf Mitte der 1990er Jahre erst, also ungefähr auch dann, wann es bei uns mit der Wehrmachtsausstellung nochmal hochherging. Der dritte Punkt, und das ist das, was im Moment vielleicht am meisten in der Presse ist, das ist die Frage der Flaggen und der Denkmäler in den amerikanischen Südstaaten. Und hier spielt nicht unbedingt der Bund, sondern da spielen die Einzelstaaten, manchmal sogar die Kommunen, eine große Rolle. Und das beginnt zum Teil schon damit, wie man denn diesen Konflikt nennt, ob er einen Bürgerkrieg genannt wird oder was man dann im Süden häufiger auch hört, der Krieg zwischen den Staaten. Warum der Krieg zwischen den Staaten? Weil man dann eben nicht auf Sklaverei unbedingt rekurrieren muss, sondern darauf, dass es ein Konflikt zwischen Einzelstaaten und dem Bund war, der immer wieder versucht, die Rechte der Einzelstaaten einzuschränken. Und es geht eben um, das ist so ein amerikanischer Begriff, States' Rights. Und ich habe gerade eine Umfrage noch gesehen, allerdings von 2011, wo die knappe Mehrheit damals der Amerikaner, die gefragt wurde, warum gab es denn den Bürgerkrieg, die Frage der Konflikt zwischen Einzelstaaten und Bundesstaat als den Hauptgrund genannt hatten. Ungefähr etwas mehr als ein Drittel hat Sklaverei als Hauptgrund aller Amerikaner als Hauptgrund des Bürgerkrieges genannt. Laut einer neuen Zählung, und es kann sein, weil ein paar abgebaut wurden, gibt es jetzt etwas weniger, gab es 2016 über 700 Statuen und Denkmäler, vor allen Dingen in einigen der Südstaaten, die an den Bürgerkrieg und den amerikanischen Süden erinnern, die berühmte Generäle feiern, die bestimmte Schlachten feiern, über 100 Schulen, die nach Südstaaten Bürgerkriegsgenerälen benannt sind, Dutzende Orte, die diese Helden in Anführungsstrichen verehren. Ein paar davon gibt es auch im Norden, aber es ist halt ganz stark noch ein Phänomen im Süden. Und jetzt kommt die ganze Zeit die Frage auf, und es gibt ja einige dieser Denkmäler sind ja inzwischen abgebaut worden, und es gibt eine große Debatte darüber und den Vorwurf vieler Konservativer, und Trump gehört dann da auch zu, da wird ein Teil der Geschichte weggenommen, ein Teil der Geschichte wird ausradiert, die Sieger schreiben die Geschichte und nehmen den anderen ihre Geschichte. Heritage, not hate, also die Südstaaten, wenn man Lee oder andere ehrt, hat das eben nichts damit zu tun, dass man die Sklaverei feiert, sondern das ist das Erbe und das ist sozusagen Teil des amerikanischen Südens, von dem man sich nicht komplett distanzieren will. Wenn man allerdings nochmal genauer schaut, wann sind denn diese ganzen Dinge gebaut worden oder wann fanden diese Benennungen statt, dann gab es verschiedene Phasen, wann das war. Einmal nach 1900, als Norden und Süden sich quasi auch auf Kosten der Bürgerrechte für schwarze Amerikaner im Süden wieder vereinigt haben und wieder zusammengefunden haben. Es gab nochmal eine ganze Welle in den 1950er und 60er Jahren, ebenso wie einige der Staatsflaggen, die dann geändert wurden und die dann als Antwort auf die Bürgerrechtsbewegung die Südstaatenflagge in ihre Einzelstaatsflagge wieder integriert haben. Wo man also ganz klar sagen kann, das ist jetzt keine 100-jährige oder 150-jährige Tradition, sondern das ist in der aktuellen Auseinandersetzung um Rassefragen in den USA wieder eingebracht worden. Wie genau die Trump-Regierung sich da weiter verorten wird, das kann man noch nicht ganz abschätzen. Die amerikanische Bundesregierung gibt, wie gesagt, deutlich weniger Geld als unsere Regierung für Museen oder anderes. Aber es gibt ein paar Programme, zum Beispiel das National Endowment for the Humanities, bei dem Organisationen Mittel beantragen können, um Projekte durchzuführen. Das ist in den 1960er Jahren unter Lyndon Johnson geschaffen worden. Das Programm steht schon ganz lange auf der Abschussliste vieler konservativer Republikaner. Und bei Trumps Budgetentwurf sollte das ganz gestrichen werden. Das gilt auch für ein ähnliches Programm für die Kunst, und das gilt auch für ein Programm, was vielen von Ihnen vielleicht auch bekannt ist, das Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, was unter anderem das Cold War International History Project macht. Das soll gestrichen werden. Die Unterstützung für öffentlichen Funk und Fernsehen
Public TV soll laut Trump zumindest gestrichen worden. Auch das sozusagen ein Projekt, was viele Konservative schon lange wollten. Er wird damit so nicht durchkommen. Anders als bei uns kann die Regierung ja nicht automatisch das Budget schreiben, und das Budgetrecht hat da komplett das Parlament. Und auch da, denke ich, wird man sowohl auf Einzelstaatsebene als auch bei vielen Bürgern durchaus eine Menge Proteste finden, denn viele profitieren dann doch von diesem Bundesprogramm, und die Geschichtsdokumentation von Ken Burns, und gerade bei uns ist ja auch die Vietnam-Serie angelaufen, die sind unglaublich erfolgreiche Serien, die laufen im Public TV, gerade bei dem Sender, dem Trump die Gelder streichen will. Nochmal zum Schluss, was ich schon angedeutet habe, in den USA, deswegen trotz aller Sorgen, mit der man rüberschauen kann, zumindest was die Geschichtspolitik angeht, die Gegenkräfte sind enorm stark, und wenn man sich diese ganze Debatte über die Denkmäler oder die Flaggen anschaut, da werden keine neu errichtet, sondern im Gegenteil, selbst in einigen der Staaten, wo man es nicht erwartet hat, werden die Flaggen, die Südstaatenflaggen eingezogen, Denkmäler werden abgebaut oder zumindest verhüllt. Das ist sozusagen letztlich ein Kampf, der, würde ich sagen, auf längere Sicht verloren ist für diejenigen, die diese Dinge weiter behalten wollen. Ja, vielen Dank an alle drei Referentinnen nochmal. Würde gerne jetzt eine Runde auf dem Podium machen. Und zwar habe ich erstmal eine Frage an eigentlich schon alle drei. Und zwar, Sie haben den Aufstieg der FPÖ geschildert. Das war faktisch die erste populistische Bewegung in Europa, kann man fast sagen. Ja. Ich würde gerne mit der Frage beginnen, ob wir transnationale Beeinflussungen haben, ob die FPÖ so etwas war wie ein Einflussfaktor für die weitere deutsche Entwicklung und wie die gegenseitigen Beeinflussungen in den Weltbildern stattgefunden haben. Also jetzt nicht organisatorisch, sondern darüber haben wir ja schon öfter was gelesen, aber auch in den Weltbildern, dass da Weltbilder auch verschoben wurden. Und meine zweite Frage in dem Zusammenhang an Frau Uhl ist nochmal, also das Erstaunliche ist ja, dass die FPÖ eben nicht unter dem Einfluss einer zunehmenden Islamisierung Europas entstanden ist, sondern davor hat das spezifisch österreichische Ursachen. Schwierige Frage. Ich glaube, ich kann sie nicht beantworten. Aber jedenfalls kann ich vielleicht einen kleinen Ansatz geben. Im Nachrichtenmagazin Profil, quasi dem Äquivalent zum Spiegel, ist in der letzten Woche ein Artikel erschienen mit dem Titel, und das ist natürlich so ein bisschen die Retourkutsche Österreichs, gewöhnt euch schon mal dran, ja, also in Richtung Bundesrepublik und AfD, mit dem Untertitel nach der Bundestagswahl probt Deutschland den Abwehrkampf gegen die AfD mit den gleichen Rezepten, die in Österreich seit 30 Jahren versagen. Also der Punkt ist zu sagen, und das ist auch die Schwierigkeit, dass diese Parteien so etwas wie ich weiß nicht, ob man das Spiel noch kennt, wie eine Doppelmühle erzeugen, ja? Indem sie gegen das Establishment, also es wird eigentlich ein Repertoire aufgegriffen, dass das klassische 68er-Repertoire ist, würde ich sagen, ja, gegen das Establishment, für die kleinen Leute, 68 ist natürlich für die Arbeiterbewegung und so weiter. Und hier wird eigentlich eine Protestbewegung von rechts institutionalisiert. Ich weiß nicht, ob die FPÖ ein Vorbild für andere europäische Staaten ist, aber sie hat zumindest erstmal in Europa gezeigt, was man mit diesen Strategien erreichen kann. Nämlich von quasi 5% auf 20% zu kommen binnen 15 Jahren. Und das, also die FPÖ war vor Haider eine Altherren-Honoration-Partei, die keiner mehr wirklich ernst genommen hat und die krampfhaft versucht hat, sich von deutschnationalen quasi Ex-Nazi-Lager in eine liberale Partei zu verwandeln. Und Haider hat das quasi umgedreht und hat daraus ein rechtspopulistisches Experiment gemacht, das extrem erfolgreich war. Insofern ist es für
Österreich ein bisschen wie ein Déjà-vu, denn genau diese Debatten, die Anerkennung der Wehrmachtssoldaten, antisemitische Untertöne, Holocaust-Leugnungsversuche, das war bei der FPÖ in den letzten Jahren, also Jahrzehnten, eigentlich an der Tagesordnung. Und alle Versuche hier mit rationalen Methoden dagegen zu argumentieren, und dieser Artikel versucht ja auch vom Boykottieren über Integrieren, also alle Versuche, die es gegeben hat, haben eigentlich nicht wirklich gegriffen. Und der Schluss daraus ist, die Frage, müssen wir uns an eine politische Kultur gewöhnen, in der es quasi drei Lager gibt, wie in Österreich, sozialdemokratisch, die fast gleich stark sind, more or less, ja, sozialdemokratisch, konservativ, rechtspopulistisch. Ich meine, das ist in gewisser Weise eher eine parteiengeschichtliche Frage, aber ich will sie erstmal auch so aufgreifen. Eben, wir haben ja einerseits, und das würde vielleicht ein bisschen dagegen sprechen, auch vorher in Deutschland immer die Wellen gehabt von den rechten Parteien. Eben, also die Deutsche Partei, die immerhin ja 12 Jahre regiert hat und die wirklich extrem konservative, rechtspopulistische, würden wir heute sagen, Position mit, bezogen hat, bis 1960 mit Adenauer im Kabinett saß, mit zwei Ministern. Eben. Wir haben die NPD in verschiedenen Landtagen gehabt, 1966 folgende und natürlich dann mit der DVU, mit den Republikanern eben auch wieder Ende der 80er Jahre den Einzug in die Landtage. Das heißt, wir haben auch in Deutschland früh diese Wellen gehabt und die alle sich zum Ziel gesetzt haben, auch in die bürgerliche Mitte hineinzugehen. Auch die Republikaner haben vorgehabt und die DVU eine respektable Partei zu werden, die sich abgrenzt von den Nazis, die dann in der NPD eben entsprechend verortet wurden. Eben. Und es hat aber eigentlich nie geklappt. Also das heißt, dieses Ziehen der Grenzen fällt schwer und es fällt eben auch der AfD schwer. Natürlich gibt es die Distanz von Höcke und anderen, aber gleichzeitig werden diese Leute ja nicht aus der Partei geworfen. Und ich glaube, es gibt auch in Zukunft permanent ein Aushandeln dieser Grenzen. Das Zweite ist Österreich eigentlich so besonders. Eigentlich ist ja Deutschland besonders, die Bundesrepublik besonders, denn wir haben ja in allen Ländern, in Skandinavien, in den Niederlanden, in der Schweiz, haben wir seit den 70er, 80er Jahren eine Transformation von vormals rechtsliberalen Parteien, die sich dann in Rechtspopulisten verwandeln, mit unterschiedlichen Gründen. Und das kann man sicherlich nicht nur über die Vergangenheitspolitik in Dänemark, in Holland und so weiter erklären. Das ist ein Faktor, der vielleicht für unsere Länder, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, besonders wichtig ist. Aber insgesamt ist die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, die Angst vor der Öffnung von Grenzen im Zuge von Europäisierung, Globalisierung, das sind die entscheidenden Punkte, die in Gesamteuropa eben dazu beigetragen haben. Und da kommt der Umgang mit der Vergangenheit in gewisser Weise vielleicht eben auch noch dazu, besonders vielleicht in diesen beiden Ländern. Und wir haben ja mit der identitären Bewegung, um nochmal auf das Bild zu kommen, ja jetzt wirklich so etwas wie eine fast transnationale Bewegungsform, die sich aus diesem Repertoire auch bedient. Und die sehr jung ist. Ja. Herr Edges, Sie haben, ich will jetzt trotzdem nochmal transnational werden, Sie haben gesagt, also die Geschichtspolitik Amerikas ist eigentlich eine Binnenangelegenheit. Wir haben jetzt aber doch seit Charlotte Will einige Verwerfungen und ich habe zwei Fragen im Grunde genommen. Die eine Frage ist die, ist das wirklich so eine Binnendiskussion, wie man glauben könnte? Weil es gibt ja auch zum Beispiel in Washington das Holocaust-Museum und es gibt vehemente Debatten über den Holocaust. Ist nicht auch bei der amerikanischen Debatte die Folie, auf der sowas stattfindet, eben die Holocaust, der internationale Standard im Umgang mit dem Holocaust. Mir ist das da aufgefallen, wo ich Zitate gelesen habe, dass aus der Reaktion aus Charlotte Will eben Deutschland zitiert wurde als positives Modell. Also dass es da auch einige Einflüsse gibt, die vielleicht nicht so originär US-amerikanisch sind. Also dass auf Deutschland und wie
wie Deutschland, wobei ich dann sehr positiv gesehen wird, wie wir mit unserer Geschichte umgegangen sind oder angeblich umgegangen sind. Ich versuche dann auch immer noch zu sagen, es war auch ein langer Weg und auch noch mal immer wieder an die Wehrmachtsdebatte oder viele andere Dinge zu erinnern. Also es hat nicht so angefangen, sondern es ist nach Jahrzehnten sind wir jetzt an einem Punkt, der vielleicht ganz gut ist, aber auch immer noch nicht perfekt. Wenn man sich anschaut, wie tatsächlich die amerikanische, ob das die Bundesregierung oder andere, mit den großen Verbrechen in der amerikanischen Geschichte, der Sklaverei, der Ausrottung der Indianer umgegangen ist oder wie sie erinnert wird oder eben nicht erinnert wird, auch in Washington, dann sind wir da deutlich weiter. Also es gibt ein Museum für afroamerikanische Geschichte und es gibt ein großes Denkmal für Martin Luther King. Und damit hat man quasi die ganze schwarze Geschichte und auch Sklaverei ein Stück weit abgehakt, dann braucht man nicht nochmal was über die Sklaverei. Also von daher, da würde ich schon sagen, da blicken auch viele amerikanische Kolleginnen und Kollegen durchaus zu uns und denken, da können wir auch nochmal was von lernen, wie die Deutschen das gemacht haben. Andererseits denke ich, die Debatten, die wir jetzt sehen, die hängen und ein Kollege aus Yale, David Blight, der sehr viel über Südstaatenerinnerungen gearbeitet hat, der hat das jetzt aktuell auch nochmal geschrieben, solange wir in Amerika eine Debatte über Race haben, solange werden wir auch eine Debatte über den Bürgerkrieg und anderes haben. Also das ist durch aktuelle inneramerikanische Entwicklungen wird das befeuert, würde ich sagen. Und auch mit dem, vielleicht gibt es dann wieder Schnittstellen, aber nicht unbedingt einen Einfluss anderer populistischer Bewegung, so eine Auseinanderentwicklung von dem, was als elitäre Eliten wahrgenommen wird, in den Universitäten, in Medien und anderswo, und den normalen Amerikanern, die sich nicht repräsentiert fühlen. Also ich habe ja vorhin erwähnt, dass es so eine Debatte darüber gibt, ob man auch noch ein Museum für die Geschichte von Frauen in Washington baut. Und da gibt es auch Frauengruppen, die dagegen argumentieren, unter anderem mit dem Argument, das sind die radikalen Feministinnen, die dann ihre Modelle von Familien pro Abtreibung und uns aufoktroyieren, genauso wie sie das schon in Schriften an den Universitäten und sonst wo machen. Das wollen wir nicht. Also das sind aber zum Teil sozusagen auch ja, populistische Debatten, aber wie gesagt, da kann man Ähnlichkeiten sehen, aber ich denke auch das spielt wirklich nicht. Und ein Satz vielleicht noch zum Holocaust. Es gibt ja nicht umsonst eine ganze Menge Artikel und Bücher, die Amerikanisierung des Holocaust beschreiben, wo ich auch wieder argumentieren würde, ein Stück weit kann man erklären, dass es diese vielen Denkmäler und Museen damit gibt. Damit brauchen sich die Amerikaner dann nicht mit ihrer eigenen, sondern sie können sozusagen das ultimative Verbrechen, das andere gemacht haben, besprechen und brauchen sich nicht unbedingt mit den Verbrechen, die sie begangen haben. Das ist ein bisschen überspitzt, aber... Vielleicht nochmal ein Satz dazu. Also ich würde nicht die Idee oder die Frage oder den Ansatz teilen, dass die Amerikaner von den Deutschen dabei gelernt haben. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine neue Studie, die gezeigt hat, wie stark sich Helmut Kohl gegen eben das Holocaust-Museum gewandt hat Anfang der 80er Jahre, weil er Angst hatte, dass das Ansehen eben Deutschlands darunter leiden würde und mit wirklich auch Einsatz eben von diplomatischen Mitteln versucht hat, eben das entsprechend zu unterbinden. Genau wie die berühmte Serie Holocaust eben. Das habe ich selbst jetzt eben auch nochmal untersucht, eben, wo es im Vorfeld in den späten 70er Jahren ganz viele Bemühungen gab, um diese Sendung entsprechend zu unterbinden. Und also das ist wirklich ein Prozess, der viel später kommt und gleichzeitig sind die Amerikaner natürlich viel sensibilisierter für solche Fragen, gerade für Fragen wie Race. Das sind Debatten, die wir ja hier kaum geführt haben, die auch die Geschichtswissenschaft und auch viele Sozialwissenschaftler in den 80er, 90er Jahren lange überhaupt nicht im Blick hatten, was stark dann eben auch eher von unten antifaschistische Gruppen und so weiter oder auch eher linke Wissenschaftler vielleicht stark gemacht haben. Aber diese Art von Sensibilisierung, wie wir sie in den USA haben, die haben wir hier nicht. Und wenn wir fragen, also wo sind in Deutschland dann eigentlich Archive, Museen für Migranten, dann können wir lange suchen bis und dann können wir auch diskutieren, ob wir nicht auch ein Museum für Migration vielleicht entsprechend eben aufbauen sollten. Die Debatte wurde ja hier bisher noch gar nicht geführt. Das Auswandererhaus in Bremerhaven hat ja sozusagen, der erste Teil war über die deutsche Auswanderung, der zweite Teil, der ja schon steht, ist über Migration nach Deutschland oder über die sogenannten Gastarbeiter und jetzt haben die Geld bekommen für den dritten Teil sozusagen, das zu aktualisieren. In Bremerhaven wird das ergänzt, also das zeigt so ein bisschen den Status eben auch. Ja, wir haben... Ja. Herr Bösch, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Also zumindest für die FPÖ ist Geschichtspolitik ein Nebenschauplatz. Und
wahrscheinlich die AfD und besonders, also sicher die FPÖ, sind Gewinner der Flüchtlingskrise von 2015. Und ich möchte nur einen Satz vorlesen, der zeigt, wo die Argumentation hinläuft und witzigerweise nämlich genau in die Richtung von Staaten als Solidargemeinschaften, wie wir es von Gellner kennen und anderen. Die FPÖ hat dann alle Pensionisten einen Brief verschickt in der letzten Woche und ich zitiere einen Satz: Pensionisten, die ihr Leben lang berufstätig waren, hart gearbeitet haben und immer genügend Steuern gezahlt haben, erhalten derzeit oft weniger Pension als Mindestsicherung und Sozialleistungen für einen Wirtschaftsflüchtling ausmachen. Also genau das ist die Richtung, wo auch die Stimmen herkommen de facto. Gerade auch in den Arbeiterbezirken und in den Arbeiterregionen, die vormals SPÖ gewählt haben. So. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, Sie zu Wort kommen zu lassen. Ich habe hier vorne zwei Wortmeldungen. Wo ist das Mikro? Für meine kurze Bemerkung lohnt fast gar nicht so ein langer Weg. Ich wundere mich etwas, dass der Anteil von Hollywood an der Formung und dem Wandel des Geschichtsbildes gar nicht zur Sprache gekommen ist, gar nicht thematisiert wird. Für mich ist das unglaublich, was von Hollywood immer alles ausgegangen ist. Ja, like. Ich will ein bisschen was zur FPÖ zurzeit von Haider sagen, weil ich zu der Zeit sehr oft in Österreich, sehr viel in Österreich war und immer in der Landbevölkerung unterwegs war, vor allen Dingen im Salzburger Land, aber auch Steiermark und so. Also ich will es von daher eingrenzen. Ab Ende 50er Jahre bis Ende 60er Jahre ist meine Erfahrung, dass in vielen Gesprächen, nicht nur unter vier Augen, sondern auch in kleineren Runden immer wieder kam: Den Hitler hat er ja von uns, mit einem gewissen Stolz. Da war also wirklich das, bei uns war damals diese ganze Zeit noch tabuisiert. Das hielt man, also dachte man nur mit Leuten, mit denen man besonders vertraut war. Und da war eine ganz andere Grundhaltung. Und dann kam Haider und ich bin durch einen Zufall, weil wir in einem Gasthaus zu Mittag gegessen haben, wo der große Saal sich plötzlich füllte, in eine Haider-Veranstaltung geraten. Da bin ich einfach aus Neugier sitzen geblieben. Der Mann hat nicht wie hier noch immer mit Nebensätzen argumentiert, der hat nur mit einfachen Wahrheiten. Er war wirklich ein demagogischer Rhetoriker, das muss man so sagen. Er hat gesagt, und die Straßen müssen sauber sein. Und das, also immer nur drei Wortsätze im Grunde genommen. Und alle haben gejubelt. Der hat wirklich die Leute mitgerissen, das muss man einfach sehen. Mit simplen Geschichten, wo jeder Satz einzeln, und das war schwierig mit der Argumentation, ich habe auch Kontakt in der Zeit zur SPÖ gehabt, man konnte die Sätze nicht einzeln nehmen und auseinandernehmen, sondern die einzelnen Sätze stimmten in sich. Bloß der Kontext eben nicht. Und das war für meine Begriffe die große Gefahr. So habe ich es jedenfalls erlebt. Das wollte ich einfach nochmal reingeben. Danke, ich bin Brigitte Young von der Universität Münster und ich habe eine Frage, unheimlich interessantes Panel und eine Frage zu den unterschiedlichen Bewegungsgründen für die Unterstützung der Rechtsradikalen. Es scheint ja in den USA doch zu sein, dass es die Verlierer der Globalisierung sind. Das scheint ja doch im Zentrum zu sein. Mit der AfD, was ich jetzt lese, ist das ja nicht unbedingt nur die ökonomischen Aspekte. Und hier, Frau Uhl, was Sie sprechen über Österreich. Ich bin ehemalige Österreicherin, ich komme aus der Steiermark und wir hatten ja, Haider war ja zu der Zeit 49% in der Steiermark, in einem ländlichen Gebiet. Da hat es keine Armut gegeben. Also da ist wiederum dieses Ökonomische ist interessant, dass vielfach gesagt wird, dass es hier sind ökonomische Gründe, aber die scheinen da teilweise zu stimmen, wie in den USA scheint es mir zu sein. Und Herr Edges, ich möchte doch eine Frage an Sie stellen. Ist diese neue Trump-Bewegung, wie ist die verbunden mit McCarthyism? Wenn ich da zurückdenke an McCarthy, das war ja auch eine sehr gegen, aber nicht innenpolitisch, aber sehr stark gegen den Kommunismus. Aber diese ökonomischen Aspekte würden mich interessieren.
Mein Name ist Cosima Santoro und ich bin Kulturvermittlerin und Italienerin. Und eine Frage, wie kommt es, dass der ganze Süden hier ausgeklammert ist? Also nichts über Spanien, Italien, Griechenland. Ich meine, wir in Italien haben ähnliche Probleme wie gerade in Katalonien. Es gibt halt eben Salvini, der gerne mit seiner Lega Nord Norditalien, Süditalien trennen will. Wir haben Rechtspopulismus noch bevor. Vergessen wir bitte nicht Berlusconi. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, die Privatisierung der Medien. Und ich meine, das sind die Jahre, in denen halt Berlusconi an die Macht kommt. Und ab dem Moment gibt es ja auch eine Zunahme, zumindest sichtbare Zunahme des Rechtspopulismus. Also mir fehlt ein wenig so dieser Zusammenhang. Ja, also auch zum Süden, zum Populismus und zu den Medien. Eine Ulrich-Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe eine Frage, die vielleicht auch zum Ende ganz gut passt. Was sollen wir tun? Das würde mich jetzt doch noch mal sehr interessieren. Also wir sind ja in einer Situation, das wurde jetzt gestern Abend und heute so reichhaltig ausdifferenziert. Also wir befinden uns in einer Situation eines Aufwuchses von Leuten, die uns unsympathisch sind. Und wir würden die gerne eingrenzen und eindämmen. Und wir sind in einer Situation, wo wir, glaube ich, auch deshalb so ein bisschen blöd dastehen und hilflos sind, weil da Leute mit großem Elan und viel Emphase und Emotion und so, also Sachen betreiben, die uns irgendwie hilflos machen, weil wir gedacht haben, das sei gesichert gewissermaßen. Also da wird ja jede Menge, das wurde jetzt auch in verschiedenen Panels angesprochen, da wird viel angegriffen, wo wir gedacht haben, das haben wir erarbeitet. Das ist unser Generationengewinn gewissermaßen. Wir haben diesen Konsens nach 45 erarbeitet, wie man umgeht mit NS-Themen und so weiter. Ja. Und jetzt sind wir in der Situation, wo sich eben rausstellt, ja, irgendwie scheint das nicht was Gesichertes zu sein und so fort. Und gestern Abend in dem Polen-Panel war der Vorwurf, die Opposition tut nicht genug. Ja, ich glaube, das hat auch mit einer Sprachlosigkeit zu tun. Ich meine, wie soll man sich gegen was wehren, wo wir gedacht haben, da müsste man nicht mehr groß drüber reden. Also wir haben das sozusagen kulturell für gesetzt genommen. Jetzt müssen wir über Dinge reden, wo wir gar nicht den Elan, wir würden gerne über was anderes reden. Wir müssen uns plötzlich mit was auseinandersetzen und Ziele formulieren und auch geschichtspolitische Aussagen formulieren. Also die Emphase sozusagen, die Emotion ist eigentlich auf der anderen Seite. Wir würden uns gerne mit was anderem beschäftigen. Und Frau Uhl, Sie haben gerade was ganz Spannendes in dem Zusammenhang gesagt. Es gibt keine linksliberale aktivistische Position sozusagen dagegen, weil alles, was wir dazu zu sagen hatten, im Grunde jetzt in den Museen schon ausgestellt. Also das ist der Mainstream, den man sozusagen heute schon findet. Also ich finde das wahnsinnig spannend, aber die Frage ist tatsächlich, was tun wir jetzt? So drei Punkte, die mich ansprechen. Das eine als Organisator, warum nicht nur der Süden? Also wir haben uns überlegt, dass wir nicht in den dritten Tag reingehen wollten eben und dass wir aber Polen und Ungarn genug Raum geben wollten. Insofern mussten wir eben auswählen. Aber tatsächlich haben wir auch den Süden eben entsprechend diskutiert. Aber das hätten wir heute einfach nicht geschafft, weil die meisten abreisen müssen. Aber das könnte man natürlich genauso machen. Insofern stehen diese Debatten jetzt auch ein bisschen stellvertretend. Vielleicht könnt ihr auch vergleichende Perspektiven gewinnen. Die Frage der Medien wurde angesprochen. Also ich halte das, ich habe es ja auch gesagt, und das ist auch mein persönliches Forschungsgebiet, für ganz zentral. In der Tat, die Medien, wobei ich die Privaten nicht nur verteufeln würde. Die berühmte Serie Holocaust Ende der 70er Jahre wird ja von einem privaten Medium, von einem privaten Sender aufgebracht, um etwas zu verkaufen, um einen anderen Umgang mit Schuld zu verkaufen. Kurz vorher läuft Roots, ganz entscheidend eben für die Auseinandersetzung mit der Sklavereigeschichte, eine der erfolgreichsten Fernsehserien in der Geschichte, auch von einem privaten Sender aufgebracht. Und übrigens in der Debatte um die Einführung des kommerziellen Rundfunks führt die CDU genau diese Serie noch als Beispiel an. Seht doch, so etwas Gutes können private Sender machen, was unsere öffentlich-rechtlichen Sender doch gar nicht hinkriegen und die unsere öffentlich-rechtlichen Sender für teuer Geld kaufen. Und ich würde sagen, wir haben hier zwar die Geschichtspolitik eher von staatlicher Seite behandelt,
Aber natürlich gibt es eine Geschichtspolitik eben auch von Medienseite. Und gerade wenn wir jetzt Deutschland angucken mit seinem öffentlich-rechtlichen System, gibt es natürlich eine gewisse Staatsnähe über die Parteien, auch über die entsprechenden Regierungsvertreter, die in den entsprechenden Gremien dort auch sind, Anregungen geben, kommentieren, eingrenzen, vielleicht eben auch positionieren machen. Insofern würde ich die öffentlich-rechtlichen Sender immer einbeziehen. Und dann sind es eben nicht nur die privaten, sondern wir haben Serien oder Filme auch wie Unsere Mütter, Unsere Väter, Die Flucht und so weiter, die insbesondere vom ZDF produziert wurden. Wir haben die Verengung wiederum auf Hitlers Umfeld im ZDF der 1990er Jahre und nicht nur da. Also insofern wird hier tatsächlich auch eine aktive Geschichtspolitik gemacht. Aber, und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, Medien, den Konsum von Medien kann man nicht vorschreiben. Man kann den Leuten nicht vorschreiben, welche Bücher sie kaufen oder welche Filme sie sehen im Kino. Und das Interessante ist, dass so viele Leute sich für bestimmte Medienformate interessieren. Seien sie, dass sie kritisch sind, davon haben wir viele Beispiele, aber sei es auch, dass sie zumindest problematisch sind. Zu der Frage der Verlierer. Ich hatte ja eingangs gestern schon in der Einführung für die Tagung gesagt, klar, es sind nicht die ökonomischen Verlierer nur, die entsprechend populistische Parteien wählen. Es sind im ganz, ganz starken Maße Männer. Es sind Männer mit Verlustängsten. Und die Geschichtspolitik oder die Versprechen in der Geschichtspolitik, die hier gemacht werden, sind eben auch Versprechen, um dieses Selbstwertgefühl, dieses Einlesen in eine heroische, starke Geschichte, um dieses Selbstwertgefühl zu befördern. Insofern glaube ich, geht das durchaus zusammen. Und ich habe mit einem Kollegen mal diskutiert, was wäre eigentlich passiert, wenn im Norden der USA, wenn in Detroit die Autoindustrie immer noch gut laufen würde, wenn es ähnlich wie in Wolfsburg eben lange Zeit, wenn man es dann sehen, wie es weitergeht, die Bänder noch intakt wären. Hätten sie dann nicht Trump gewählt? Hätten sie dann nicht diesen Schwenk gemacht? Wahrscheinlich eben doch, würde man sagen, denn auch in Autostädten, die gut laufen, sind die Arbeiter, ist das Wahlverhalten ja durchaus auch so, dass es Empfänglichkeiten gibt eben für rechtspopulistische Wähler. Übrigens in Klammern in Wolfsburg schon ganz früh, also das war die Hochburg der SAP, der ersten rechtsradikalen Partei und auch der NPD. Letzter Punkt, was tun? Also ich glaube, dass Gespräche in einem angemessenen Rahmen auch mit Vertretern von rechtspopulistischen Parteien angemessen und angebracht sind. Wir haben hier in diesem Rahmen darauf verzichtet, weil es ein eher wissenschaftliches Forum entsprechend ist. Aber Gespräche mit Rechtskonservativen, auch AfD-Intellektuellen in einem entsprechenden Forum würde ich jederzeit antreten. Und ich würde auch Kollegen empfehlen, die kundig sind, sich in solche Schlachten in Anführungszeichen entsprechend zu begeben. Das Gleiche gilt für den Medienraum, für das Internet. Und da würde ich vielleicht doch eine Lanze brechen für Gegenkräfte. Die Gegenkräfte sind ja nicht nur die SPD oder irgendwelche sozialen Gruppen von unten, sondern das sind sehr, sehr viele Leute, die im Netzbereich aktiv sind, die dafür sorgen, dass Wikipedia-Artikel eben nicht von rechtsradikaler Seite verunglimpft werden. Wenn Sie solche Artikel durchgehen, findet man das ja doch vergleichsweise selten dafür, dass so viele doch rechtsextreme Trolle unterwegs sind. Und ich glaube, dieses Engagement, das muss man einerseits würdigen, dass hier sehr, sehr viele Leute eben auch öffentliche Geschichte gestalten. Und das muss man auch von wissenschaftlicher Seite sicherlich auch unterstützen. Das wären zwei Punkte, die mir hier wichtig wären. Vielleicht doch noch ergänzen. Also es war... Also auch ein Motiv war auch so etwas anzubieten wie eine Selbstvergewisserung, nämlich nicht hier Debatten zu wiederholen, die dann vielleicht doch wieder nur auf einen Schlagabtausch und eine Vereinfachung der Debatte hinauslaufen, sondern wirklich hier Positionen auch mal tiefer zu diskutieren und differenzierter zu diskutieren. Das, glaube ich, würde ich gerne noch ergänzen auch. Ja, ich will kurz auf die Punkte eingehen, vielleicht anfangen mit Zivilgesellschaft. Da mache ich mir schon, oder über die Spaltung in den USA, durchaus eine ganze Menge Sorgen. Aber andererseits, was man beobachten kann und was auch Freunde und viele andere beschreiben, wie viele Menschen wieder auf die Straße gehen und viele junge Menschen sich engagieren und merken, erstmal wählen ist vielleicht wichtig, aber auch viele andere Dinge sind wichtig. Ob das am Schluss wirklich zu einem Umschwung politisch wieder führt, das muss man noch sehen. Aber es ist enorm viel in Bewegung gegangen und es sind nicht nur die Rechten, die in den USA auf der Straße sind. McCarthy und Trump, ich denke, man kann ein paar Muster wiedererkennen und Trump ist auch, hat ein bisschen von Leuten gelernt, die auch McCarthy mit beraten haben, nämlich in der Art, dass man mit Lügen
zumindest für eine Weile wegkommen kann, dass man einfach die nächste Sache draufsetzt, dass man versucht, immer die Medien zu bestimmen, aggressiv zu sein, diejenigen, die einen angreifen, noch schärfer anzugreifen. Also diese Methodik, die McCarthy auch zumindest für ein paar Jahre sehr erfolgreich benutzt hat, da, ich denke, da kann man bei Trump auch Dinge sehen. Andererseits nicht der extreme Antikommunismus, aber Antikommunismus war ja fast ein amerikanischer Konsens. Also McCarthy hat das dann auf eine Spitze getrieben, aber auch mit ihm war das ja nicht vorbei. Da würde ich doch nochmal Unterschiede sehen zur Zeit heute. Verlierer der Globalisierung, würde ich Ihnen ganz stark zustimmen. Ein bisschen vielleicht, aber es ist in den USA wirklich ganz stark diese seit den 1960er Jahren aufgetretene kulturelle Spaltung über das, wofür eigentlich Amerika stehen soll, ein christliches Amerika, die traditionelle Familie und eben nicht gleichgeschlechtliche Ehe und. Eigentlich auch die Trennung der Rassen, zumindest für manche andere Rassen in Anführungsstrichen, die Amerikaner benutzen den Begriff immer so. Ich denke, das ist mindestens so stark so und eben auch die, es gibt Programme für Frauen, es gibt die Programme für die Minderheiten und wer fühlt sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, immer für die, die es nicht gibt, sind die weißen Männer, die dann aus ihrer Sicht ein Stück weit auf der Strecke bleiben und nicht mehr wahrgenommen werden. Ein letzter Punkt zu Medien und Filmen. Hollywood, ich denke, dass, nun kann man bei Hollywood-Filmen immer fragen, sind die ein Spiegel ihrer Zeit oder bringen sie wirklich die Debatte auf den Punkt? Ich denke, ganz oft sind sie ein Spiegel der Zeit. Sie können aber durchaus auch wirksam sein. Ich habe unter anderem was zu amerikanischen Zweiten Weltkriegsfilmen und Europa geschrieben und nur ganz kurz. Ich denke, diese Filme, das Narrativ, was die haben, passte wunderbar auch in die Zeit. Nur, also auch für die Amerikaner, nur mit den Amerikanern konnte dieser Krieg gewonnen werden. Die Sowjetunion wird überhaupt nicht erwähnt, was im Kalten Krieg natürlich auch passte. Die ganzen kleinen, England war natürlich auch wichtig, aber die ganzen kleinen Verbündeten, da gab es eigentlich keine Kollaborateure, nur Widerstand. Also jeder konnte sich eigentlich auch in diesen amerikanischen Filmen wunderbar zurechtfinden. Bei den Deutschen, es gab die bösen SS-Leute und die Nazis und die guten Wehrmachtsleute und Rommel ist so eine Figur wie Robert E. Lee in den USA. Ehrbarer Soldat, der auch kritisch gegenüber Hitler war. Also jeder konnte sich im Kalten Krieg da wunderbar seine Rolle finden. Das ist, denke ich, aber nach 1990 nochmal aufgebrochen in vielerlei Weise. Aber Filme, würde ich tendenziell eher sagen, bestärken das und nehmen das auf, was da ist. Aber in der Form, wie sie das machen können, können sie dann sehr wirkungsmächtig sein. Auch auf die Fragen eingehend. Also was Hollywood betrifft, wir haben vor kurzem eine Viennese Jerusalem Graduate School gehabt und da hat mein Kollege Tobias Ebrecht Hartmann von der Hebrew University den Begriff der Resonanz ins Spiel gebracht. Und das ist genau der Punkt zu sagen, welche Filme haben Resonanz? Und es war überhaupt nicht voraussehbar, dass Holocaust diese Resonanz haben wird. Wir wissen alle, dass es auch in Amerika höchst umstritten war, gerade auch von jüdischer Seite. Also dieses Wechselspiel, worauf reagiert eine Gesellschaft? Was trifft einen Nerv gewissermaßen? Was spricht emotional an? Das ist eigentlich die spannende Frage und das lässt sich auch nicht lenken, ja, wie wir wissen. Zu Haider so viel, er war natürlich ein begnadeter Demagoge, also wie gesagt, jung, fesch, gegen die da oben und so weiter, also alles, was man sich von der 90-jährigen Tante bis zum vorstellen kann. Also quasi eine Projektionsfläche und da war er sicher, so quasi hat er auch einen unique standing position, wie man so schön sagt, in seiner Art. Ja. Die Frage, also es gibt ja jetzt diese große Frage, wer wählt eigentlich die Rechtspopulisten und auch die große Debatte, Didier Eribon ist ja jetzt in aller Munde mit Rückkehr nach Reims. Wie kann es sein, dass eigentlich die Arbeiterklasse gegen ihre Interessen stimmt? Und hier gibt es natürlich ganz interessanterweise, denke ich, doch so etwas, wenn man sich die Wahlergebnisse in Österreich anschaut, wie eine Spaltung, die eigentlich im 19. Jahrhundert schon eine große Rolle gespielt hat, nämlich zwischen Urbanisten, Eva Kovács schaut mich an, in Ungarn war das, glaube ich, total das Programm, und Stadtbewohnern. Also diese Trennlinien, wenn man sich die Wahlerfolge der FPÖ anschaut, tauchen jetzt wieder auf. Also das eher konservative, katholisch geprägte Land und die eher liberale Stadt. Wobei natürlich in Wien, wenn man sich die Wahlerfolge anschaut, die Arbeiterbezirke FPÖ-Hochburgen sind und natürlich Männer, also die FPÖ ist eine Männerpartei, das muss man sagen. Zur Frage der Medien. Das Problem ergibt sich auch daraus, dass man
gewissermaßen durch die neuen Medien in seiner eigenen Blase leben kann. Also die FPÖ hat mittlerweile ein eigenes Fernsehen, eine eigene Internetseite, die, jetzt würde ich mal sagen, ziemlich aggressiv und zum Teil auch hetzerisch gegen Kritiker der FPÖ argumentiert. Also eine Journalistin, das Profil ist da ständig, die kritisch über die FPÖ schreibt, dort ständig jemand, der attackiert wird, bis ins Private hinein. Also da passieren Sachen, von denen würde ich sagen, wir Medienkonsumenten außerhalb dieser Bubble eigentlich gar nichts mitkriegen und die eigentlich ziemlich beängstigend sind. Große Frage, was tun? Ja? Das ist ja wirklich die Frage, die uns alle bewegt. Zum einen ist es den Rechtspopulisten gelungen, vieles, was an, könnte man sagen, aktionistisch-kritischem Potenzial in der Gesellschaft, an Proteststimmen da ist, semantisch zu enteignen. Also wenn ich denke, der FPÖ-Wahlkampf läuft unter dem großen Titel Fairness. Ja? Also Fairness ist ja etwas, was eigentlich ein, würde ich sagen, sozialdemokratisches Programm ist. Also Fairness für die Österreicher gegen die, die quasi jetzt kommen und nie in die Sozialversicherung einbezahlt haben zum Beispiel. Also und da muss man natürlich auch Versäumnisse sehen. Also wenn man sich anschaut, wie niedrig der Mindestlohn ist, dann muss man einfach sagen, da ist auch etwas, da läuft auch etwas schief. Ja? Also wenn das, wenn die Billa-Verkäuferin, sage ich mal, die sprichwörtliche, die vom Burgenland einpendelt, jeden Tag kaum mehr verdient, als die Mindestsicherung ausmacht, dann ist natürlich klar, dass hier einfach Dinge in den letzten Jahren schiefgegangen sind. Und letzte Frage, was tun? Also ich kann natürlich nur aus der Beobachtung sagen, aber zum Beispiel gibt es in Wien den Versuch, etwas zu tun, nämlich ein Stadtteilprojekt in einer der FPÖ-Hochburgen in Wien. Die versuchen jetzt wirklich so von Tür zu gehen und die Leute quasi abzuholen. Ob das was nutzt, wage ich selber zu bezweifeln, aber ich finde, das ist eine interessante Initiative, einfach mal was zu tun gewissermaßen. Ja. Die machen so ein kleines Vereinslokal, heißt Grätzl-Projekt, und versuchen eben, ja, diese Leute wieder gewissermaßen in den Konsens zu holen oder zumindest ihre Stimme zu hören. Ja. Also, dass sie sich auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, das ist auch eine quasi Anerkennung, ja, dass man Leute ernst nimmt, deren Wahlverhalten zumindest man eigentlich ablehnt, aber dass man sie als Person und als jemand, der auch seine Gründe hat, so zu agieren, einfach mal anhört. Und da bin ich so sehr gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank. Ich finde das sehr interessant, dass wir aus dieser historischen Debatte heraus jetzt in der Realpolitik gelandet sind und bei den Parteien und bei den Aktionisten. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass wir diese Selbstvergewisserung, dass wir die Diskurshoheit haben über Geschichtspolitik, die ist uns etwas verloren gegangen, beziehungsweise sie ist angekratzt. Ich will auch jetzt nicht irgendwelche frommen Schlussworte sprechen. Wir haben ja angeboten, Herr Büsch und ich, dass wir noch mal so ein Roundup machen. Vorher möchte ich noch ganz, ganz herzlich mich bei den Diskutanten hier oben bedanken für die interessanten Beiträge und würde gerne jetzt das Podium schließen. Und wie gesagt, wir bieten noch eine kleine Zusammenfassung, vielleicht auch eine Anregung, wie wir weitermachen. Ja, wir wollen. Ja, keine Angst, wir wollen es jetzt auch nicht zu lang machen, aber dass wir vielleicht so 10 Minuten noch, 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde, vielleicht nochmal sammeln. Was ziehen wir eigentlich hier draus aus dieser Tagung? Was sind übergreifende Befunde, die wir festhalten können? Und wenn Sie vielleicht die 10 Minuten noch bleiben, also das wär toll. Klar, wer jetzt dringend los muss, soll dann natürlich einfach gehen. Ich würde zunächst erstmal festhalten, dass ich sehr, sehr großartig fand, dass es sehr, sehr viele differenzierte Beiträge gab. Das war nicht einfach nur ein Orban-Bashing, das wir hier gehabt haben oder ähnliches. Das wäre zu einfach und auch zu platt. Sondern, dass sich alle hier auf dem Podium sehr ernsthaft eingelassen haben auf diese mitunter schwer zu ertragenden
Texte, Interviews, Äußerungen, dass wir sogar, Herr von Puttkamer hat sich die Mühe gemacht, eine ganze Übersetzung für etwas zu geben, was wir oft eben auch nur schlagwortartig zur Kenntnis nehmen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen, auch worüber wir sprechen und was auch andere Seiten aus vielleicht der persönlichen Sicht gesagt haben. Also dass wir nicht genau in diese Falle tappen, dass man Zitate irgendwie herausreißt und gar nicht genau weiß, was die anderen sagen, sondern sich wirklich damit auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das Ernstnehmen dieser Position und dadurch eben vielleicht doch einen Austausch zu finden und öffentlich eben auch fundiert Argumente hier auszutauschen. Wenn ich versuche jetzt ein paar Befunde übergreifend über alle Panels zusammenzufassen oder ein paar Fragen vielleicht auch erst, die viele angesprochen haben, dann ist der erste Punkt sicherlich, ist das Ganze eigentlich etwas Neues oder nicht? Und hier wurde oft diskutiert, dass wir natürlich lange Linien haben, lange Linien, die oft auch aus den 70er, 80er Jahren herauskommen. Das fand ich ganz wichtig bei verschiedenen Papieren oder Vorträgen heute. Aber an sich herrscht ein gewisser Konsens, trotz der Diskussion vielleicht heute Morgen eben, aber auch, dass es doch in den letzten 7, 8 Jahren, 2004 wurde mal das Jahr genannt, 2010, dass sich hier signifikant etwas verschoben hat. Der zweite Punkt ist, wer verschiebt eigentlich was? Wer setzt sich durch? Und hier haben viele, finde ich, sehr gut betont, welche Formen von Interaktionen es gibt zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen, zwischen Medien und staatlichen Institutionen, dass wir also nicht einfach davon ausgehen können, dass vom Staat oben etwas verordnet wird, denn so einfach ist es nicht, Geschichte zu gestalten. Auch wenn mit vielen Tricks gearbeitet wird, um Schulbücher zu verändern oder Museumsdirektoren zu entlassen und ähnliches. Aber trotzdem gibt es, und auch das wurde deutlich, Resistenz dagegen, die oft erfolgreich ist. Dass nicht einfach Museen über Nacht völlig umgestülpt werden, sondern dass es internationale Diskussionen gibt, wie wir sie hier auch führen, die tatsächlich vielleicht auch etwas bewirken können. Das war die Frage nach der Reichweite auch. Ein dritter Punkt ist vielleicht die Frage nach der funktionalen Dimension. Welche Bedeutung hat eigentlich die Geschichtspolitik? Wir haben nicht mit einer Definition gestartet, die am Anfang sagt, Geschichtspolitik ist dies oder das. Aber wir haben auch nicht definiert am Anfang, wer sind eigentlich Populisten, wer sind Konservative und ähnliches. Ich glaube, man könnte, wenn man hier weiterdenkt, nochmal genauer differenzieren zwischen Populisten wie Trump oder ähnlichen, die aus einer sicherlich auch mit rassistischen Untertonen, die sicherlich auch wirtschaftsliberale Ideen vertreten, aber denen im Grunde genommen Geschichte doch eher egal ist. Und die unterscheiden zwischen eher konservativen Rechtspopulisten, die wirklich tatsächlich in sehr, sehr starkem Maße von Vorstellungen über die Geschichte angetrieben sind, wo Geschichtspolitik nicht nur ein Nebeneffekt ist, mit dem man mal vielleicht einen Gegner ausschaltet oder Mittel für Geisteswissenschaften kürzt, sondern die tatsächlich aus der Überzeugung heraus, aus ihrer besonderen Sicht auf die Geschichte ihres Landes heraus Politik gestalten. Und ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es zumindest für einige Länder diese sehr, sehr starke Bedeutung gibt, die die Geschichtspolitik hat. Ein weiterer Punkt, den man systematischer festhalten könnte, sind sicherlich übergreifende Merkmale dieser Geschichtspolitik. Wir haben hier eine Verschiebung der Sprache beispielsweise immer wieder ausgemacht, wo Begriffe aufkommen, die eigentlich einer vergangenen Zeit anzugehören scheinen. Ich bin jetzt eben gar nicht mehr dazu gekommen, eben das auch für Deutschland nochmal zu entfalten, wie Begriffe wie Volksgemeinschaft, AfD, Sachsen-Anhalt oder völkisch, Frauke Petri, versucht werden, wieder hoffähig zu machen. Aber wir haben es für andere Länder gesehen, wo Begriffe aufkommen, auch Joachim von Puttkamer hat am Beispiel der Orban-Rede darauf hingewiesen, die diese Sprache der 20er, 30er Jahre wieder hervorbringen, organische Erneuerung und ähnliches, oft mit nebulösen Andeutungen verbunden, die schwer greifend zu sind. Was in allen Vorträgen eine große Rolle spielte, war sicherlich das Oszillieren zwischen Heroisierung und Selbstviktimisierung. Das ist ein durchschlagendes Narrativ, das man sicherlich auch genauer noch fassen kann.
Ein Ausgangspunkt war die Frage, welche Rolle haben eigentlich postsozialistische Entwicklungen? Und da war es wirklich sehr, sehr gut, dass wir mit Estland, dass wir mit Tschechien eben auch nochmal ein Korrektiv drin hatten gegenüber der sicherlich zu einfachen Beobachtung, dass hier aus dem Sozialismus, aus der Transformationsgesellschaft, aus dem schnellen Wechsel von Parteien und Mehrheiten in vielen Ländern heraus quasi unweigerlich nun Rechtspopulisten erwachsen mit einer spezifischen Geschichtspolitik. Es geht vielmehr um kulturelle Tradition. Mitunter nachgefragt wurde nach der Rolle der Religion, die müsste man sicherlich nochmal genauer betrachten. Ganz beiläufig wurde erwähnt, dass Länder wie Estland oder Tschechien Länder sind, die sehr säkular sind. Also welche Rolle spielen Kirchen? Spielt vielleicht spezifisch auch die katholische Kirche, wenn wir Österreich oder andere Länder eben auch noch hin zu und Polen natürlich ohnehin, Radio Maria und andere Institutionen, also die auch wichtige Kommunikatoren sind in diesem Prozess. Das ist sicherlich ein Punkt, den man auch hier noch systematischer bedenken kann. Wir haben am Ende, glaube ich, wenig Antworten gefunden auf die Frage nach der Verflechtung, nach Interaktionen. Wir haben es in den Pausen ein wenig besprochen, inwieweit beobachten sich eigentlich die Museen beispielsweise gegenseitig, inwieweit lernen die direkt voneinander. Das ist sicherlich natürlich so, dass sehr genau geschaut wird, was in Polen, in Ungarn und so weiter passiert, um Ideen eben auch für die eigene geschichtspolitische Umgestaltung zu finden. Dem könnte man sicherlich mehr nachgehen. Und der letzte Punkt, damit bin ich am Anfang auch gestartet, die Frage, was tun, sie wurde jetzt schon auch von Ihnen gestellt, insofern haben Sie ein bisschen vorweggenommen, aber da wäre die Frage auch, die ich den Saal nochmal zurückgebe, also was tun. Es gibt viele Formen von Engagement, die man sicherlich haben kann, und das ist aus deutscher Sicht auch einfach. Kollegen aus Ungarn haben ja darauf hingewiesen, wer in Ungarn Solidarität übt oder in der Türkei gar, der geht natürlich ein deutlich größeres Risiko ein mit dem, was er tut. Und aber trotzdem, auch wenn es vergleichsweise einfach ist, sollten wir eher sagen, gerade weil es vergleichsweise einfach ist, auch von deutscher Seite etwas zu tun, sollte man etwas tun. Herzlichen Dank. Ja. Der Aufruf zum Aktivismus, den nehmen wir jetzt alle mit. Ich habe noch zwei Punkte, die ich vielleicht noch anführen würde, die mir sehr wichtig sind, worüber wir weiter nachdenken sollten. Das eine ist mir klar geworden in den einzelnen Panels, dass die Standards für internationale historische Forschung, glaube ich, in der Zwischenzeit eine gewisse Bindekraft haben und auch gewisse Möglichkeiten bieten, Standards zu setzen. Wir haben übereinstimmend festgestellt, dass der Populismus eigentlich nicht wirklich an Geschichte interessiert ist, sondern an der Instrumentalisierung der Geschichte. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Und Frau Kovacs hat in ihrem Beitrag die Frage angesprochen, wie begreifen wir die Mechanismen, dass Geschichtspolitik in einem progressiven Sinne zur Demokratisierung beiträgt, beziehungsweise wo erleben wir und was sind die Ursachen dafür, dass es eben ein Instrument für Popularisierung, Rassismus und so weiter wird. Ich glaube, diese Frage würde ich Ihnen auch gerne mit auf den Weg geben. Vielen Dank.